Willkommen zurück zu Pokémon Diamant, die Nuzlocke. Wir sind gerade aufgeladen und beim letzten Mal hier angekommen, in dieser schönen Stadt. Hier befindet sich das Großmoor von Weideburg und ich wollte mal gucken, habe ich mal wieder ein paar Trainer übersehen, beziehungsweise mit Absicht zurückgelassen, damit ich hier mich heilen kann. Ich habe auf jeden Fall jede Menge Gras zurückgelassen und hier drüben, das sieht doch aus, als hätte ich... Ja, ich sind nicht alle umgelegt, aber es sieht gut aus. Doch, die hatte ich alle. Gut. Okay. Alles zurückgenommen. Noch Nebulak. Nee. Mit Nebulak, da sind wir schon ganz gut bedient. Okay. Ja, ich hätte vielleicht mal vorher nochmal in den Part reingucken sollen. Oder zumindest mich ein bisschen umsehen. Aber ist auch gut so. Gehe gleich zurück nach Weideburg. Ist ja gut. Sandsturm, ja. Der dämliche Sandsturm von Nebulak. Ich war froh, als ich ihn los war. So, zurück nach Weideburg. Ich habe immer noch nicht nach dem Arena-Leiter geguckt. Ich bin doch doof. Muss ich vielleicht gleich nochmal raustimmen und nachgucken. Also, was war das hier? Großmoor. Ach so, stimmt. Im Großmoor konnte man ja Pokémon fangen. Da wollte ich ja hin. Willkommen im Großmoor. Dem Ort des Safari-Spiels. Alles, was du nur für 500 fangen kannst, gehört dir. Bist du dabei? Ja. Ich darf zwar nur das erste fangen, aber gut. In der Safari-Zone würde ich sagen, finden wir ein, ich darf den ersten Typ Pokémon fangen. Also, wenn es entkommt, dann entkommt es halt. Also, sagen wir mal, wohin soll es gehen? Da kommen wir nach Areal 3. Keine Ahnung. Ja, wenn ich hier das dritte. Das ist Areal 3. Sah aus wie Areal 2, aber gut. Los mal, Areal 3, okay. Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einem Wampel begegne, dann muss ich einen Wampel fangen. Aber es muss nicht dieses Wampel sein. Okay, ein Tyrakrok. Damit kann ich leben. Das muss ich jetzt fangen. Weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen zu schwer hier zu fangen. Will die Viecher ja gerne mal abhauen. Beobachte alles aufmerksam. Los, kommt Tyrakrok. Du kannst Teil meines Teams sein. Aber wenn hier meine Bälle leer sind oder ich irgendwie rausgerufen werde, dann ist vorbei. Ich möchte jetzt aber auch nicht mit dem Stein bewerfen, ne? Dann haut es mir am Ende noch ab. Wir arbeiten uns voran. Wetten, das haut jetzt ab. Naja, es bleibt noch da. Na komm schon, Tyrakrok. Es will nicht, nee, das muss ich mit Steinen bewerfen. Aber dann ist es weg. Mit Matsch, früher waren es Steine. Tyrakrok ist wütend, aber es beobachtet uns noch, das ist gut. Vielleicht kann ich es ja jetzt fangen. Oh Gott. Das ist aber ein sehr zähes Tyrakrok, das sowohl zäh ist damit, dass es hier bleibt, als auch damit, dass es nicht gefangen werden will. Muss ja sein, der Matsch. Aber es weigert sich abzuhauen, das finde ich gut. Jetzt werfe ich all meine Pokebälle an diesem Tyrakrok tot. Ey, Mann, brauche ich hier für wirklich jedes Schütteln einmal Matsch oder was? Gibt's doch nicht. Du bleibst jetzt sofort im Pokéball. Nee. Tyrakrok will nicht. Werbe ich nochmal Matsch. Muss jetzt. Komm schon, Tyrakrok. Sei mein Gast. Komm. Ich
Leute. Ich bin langsam ein bisschen verzweifelt, ne? Merkt mal. Du hast beobachtet weiterhin als aufmerksam. Aber jetzt schüttelst du ja nicht mal einmal. Wie viel Matsch soll ich denn noch auf das Vieh werfen, bevor es hier sich fangen lässt? Ja. Das müsste jetzt geschwächt genug sein, dass es drin bleibt. Runter B, komm. So, es funktioniert sogar. Wer hätte das gedacht? Der Runter B-Glitch. Ist natürlich alles Quatsch, funktioniert gar nicht wirklich, aber man kann es ja mal behaupten, ne? So, Tyrakrok ist ein Großmaul vom Typ Geist und Gift, also so wie Gengar früher war. 1,1 Meter groß, 25,0 Kilogramm und hat es einmal zugebissen, lässt es erst los, wenn es seine Zähne verliert, die schnell nachwachsen. Ja, du bist ein astreiner Terrier. Ich weiß leider nicht, wie man Terrier schreibt. Ich hoffe, das ist richtig. Wenn nicht, ist egal. Ja, da haben wir jetzt sogar das erste Pokémon gefangen. Gut, damit ist das Gebiet eigentlich abgehakt. Aber ich kann ja trotzdem hier weiter sammeln. Hier gibt es nur Tyrakrok. Okay. Will mit dir nicht reden. Voll für den Fokusgurt, na toll. Ist es hier so wie der ersten Generation? Wirst du deinem Pokémon futtern zu, sind sie leichter zu fangen. Aber sie könnten auch schreckhafter sein, wenn sie gerade fressen. Wirst du Matsch nach ihnen, sind sie ebenfalls leichter zu fangen. Aber damit kannst du sie auch verärgern, sodass sie flüchten. Es ist schwer zu entscheiden, was man tun soll. Ach so, die sind auch leichter zu fangen, wenn man hier Dings drauf wirft, okay. Ich hatte jetzt so in Erinnerung das alte Muster. Also sowas früher. Wenn du einen Stein auf sie wirfst, sind sie leichter zu fangen. Aber sie hauen schneller ab. Ah. Wenn du jedoch Futter nach ihnen schmeißt, bleiben sie länger da, aber sie sind auch... Ja... Das sind auch schwerer zu fangen. Mag sein, dass ich jetzt hier gerade was Falsches im Kopf habe. Wenn ja, sagt mir das bitte. Oh, so ein Pinotaragi wäre auch eigentlich... Pinoscora wäre eigentlich auch ganz cool gewesen. Aber wir haben hier jetzt ein cooles Pokémon. Oh, wie ich das hasse, dass man hier versinkt. Oh, das hätte ich gern gehabt. Ich weiß nicht, Krebskraut. Ich finde dieses Pokémon unheimlich cool. Ich verstehe selber nicht, warum. Ich hab... Ah, Ariados ist auch cool. Auch wenn ich Spinnen normal hasse, Ariados ist cool. Also hier sind schon echt nette Pokémon vertreten. So, jetzt fahren wir noch ins Areal 4, würde ich sagen. Oder was bist du? Achso, du bist Areal 4. Das ist ja auch schön. Das macht es zumindest leichter, hier die Areale auseinanderzuhalten. Interessant, wenn man so sieht, was man noch hätte fangen können. Macho-Band. Ein Macho-Band hätten wir theoretisch fangen können. Genau so sieht's aus. Wenn nicht, dann werfe ich mit Absicht meine Pokebälle halt hier in die Pampa. In der Hoffnung, dass ich sie verbrauche. Und die Pokémon, die ich daraus dann halt fange, muss ich freilassen. Ups, ich wollte dich nicht ködern. Schuldige Bediente, obwohl, trotz was zu fressen. Ist es auch glücklich. Machen wir ein Pokémon glücklich,
Ist doch auch was Schönes. Ich glaube, man findet hier nach einiger Zeit ganz andere Pokémon als an den Tagen zuvor. Ja, das ist durchaus möglich. Beispiel ein Dodri. Ebenfalls ein Pokémon, das zu meinem Standard-Team gehört. Hätte ich auch gern gehabt. Stecken wir wieder fest, ja. So, da oben ist wieder was. Kommen wir uns natürlich. Also dich hätte ich auf keinen Fall gewollt. Da bin ich froh, dass es nicht gekommen ist. Also, wer wir das hätten fangen müssen. Oh Gott, was ist jetzt schon wieder? Oh, ein Ariados, okay. Ich glaube, wenn Ariados real wäre. Stichwort Pokémon Go, nee. Wenn es wirklich real wäre, ich glaube, ich hätte furchtbar Schiss vor Ariados. Weil ich habe ja eine ziemliche Spinnenphobie. Ich glaube, das wäre furchtbar. Weil wenn Ariados wirklich existieren würde, ihr würdet mich nie wiedersehen. Würde mich weit weg von Ariados einschließen. Obwohl ich Ariados an sich eigentlich ein cooles Pokémon finde. Das ist so ein bisschen... Ah, schon wieder ein Heißhop. So ein bisschen der Widerspruch in sich. Dieses Versinken und da muss man sich hier freikämpfen, ist total ätzend. Und wenn das mal nicht so Pokémon wären, die ich mit einem Mal fangen kann, dann würde ich mal ein paar Pokébälle verballern. Ansonsten, ich kann ja auch einfach wieder zum Anfangsgebiet gehen und mich da rausschmeißen lassen. Stimmt, Scape Scouts. Die haben auch relativ hohe Level, also lässt sich was mit anfangen, wenn man bloß ein bisschen hier wildern dürfte. Wolf hat Lachsrauch gefunden. Ich glaube, man kann aber auch einfach beenden klicken. Ach, das ist Areal 1 jetzt. Okay, wohin soll es gehen? Habe ich gerade den Zug gerufen, um mich hier nach Areal 1 zu bringen? Nee. Ich weiß nicht, wohin er fährt, aber er fährt. Mich nach Areal 3 bringen lassen. Ganz toll. Oh nee, ich hasse das. Das kommt nämlich immer noch in dem Frame, in dem der Text kommt. Und ich denke immer, ich klicke den Text weiter. Und am Ende lande ich dann irgendwo. Da fahren wir zu Areal 6, komm. Bring mich wieder nach unten. So. Wir gehen, wir haben alles gesehen. Oh, du hast noch Zeit übrig. Möchtest du Großmoor jetzt verlassen? Ja, mächtig. Ich nehme die verbleibende Safari-Bälle zurück und danke für die Teilnahme. Ja, immer gerne. Als ich auf der Moorfläche lief, bin ich einmal eingesunken. Ich habe voller Panik versucht, mich wieder zu befreien. Danach konnte ich vor lauter Aufregung gar keine Pokémon mehr fangen. Sieh durch eins der Ferngläser, um ins Hochmoor zu blicken. Siehst du... So siehst du, welche Pokémon du fangen kannst und wo sie sich befinden. Dann ja, wir werfen einfach mal hinein. Farbigel. Pyrakrok. Oh Gott. Ja, das haben wir gesehen. Oh, ein Farbigel. Oh Gott. Hätte ich das gewusst, hätte ich, glaube ich, nichts anders gemacht. Haben wir instinktiv richtig gehandelt. Also ein starrer Lili will ich nicht und ein Farbigel kann mir eigentlich auch gestohlen bleiben. So, gibt es hier unten noch irgendwas, was uns weiterhilft? Oder ist hier bloß Weg? Ne, hier ist Weg auf Route 212. Können wir heute eigentlich noch einen Kampf machen und dann ist gut? Oder? Warte, wird sich an. Ich habe im Großmoor von Weidemburg ein seltenes Pokémon gefangen. Muss da unbedingt mal hingehen. Das kann ich dir ohne Zögern empfehlen. Oh Gott. Hier ist immer Kampf. Ist das hier Kampfgebiet? Oder wie sieht's aus? Naja, das ist nur ein Sumpfgebiet. Dann ist hier doch garantiert irgendwo was versteckt, oder? So, das funktioniert nicht, wenn ich eingesunken bin. Tatsächlich. Nein! Jetzt bin ich genau. Nee. Das war sogar richtig. Wahrscheinlich. Nee. Irgendwo. Wie ich das hasse, dass ich hier nicht eingesunken. Zwei nach links, okay.
Nanabeere, oh Gott. Da vergämme ich mich hier durchs Großmoor, durchs Kleinmoor. Da. Gut, Leute, ihr lasst mir jetzt einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Wir haben genug von Weiterburg. Beim nächsten Mal gucken wir mal, was wir für die Arena so benötigen. Ihr lasst mir jetzt Kommentar, einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Und ansonsten, gab es hier überhaupt eine Arena? Na, mal gucken. Ansonsten, ja, jetzt Kommentar lassen, einen Daumen nach oben. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Pokémon Diamant, Linas Lock. Bis dann, euer Wolf.